Ich habe ja im ersten Teil meiner Zeitkapsel schon ein paar Fragen beantwortet und dadurch, dass ich so viel gelabert habe, möchte ich dann jetzt das Ganze ja aufteilen auf zwei Teile. Und der zweite Teil, der folgt heute, schau dir den ersten Teil ruhig nochmal an und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meiner Zeitkapsel. Welche neuen Perspektiven habe ich gewonnen und wie konnte ich dadurch meine Weitsicht bzw. Weltsicht noch erweitern? Ja, welche Perspektiven habe ich gewonnen und welche Weitsicht auf die oder Weltsicht, Ansicht habe ich dadurch jetzt gewonnen? Ich habe definitiv viel über mich selbst gelernt. Das ist auf alle Fälle wichtig. Ich habe ja einen kardiologischen Befund bekommen und den hatte ich vor 3 Jahren erhalten und habe zum damaligen Zeitpunkt gedacht, das ist alles vorbei, also vor allem das Reisen und sowas. Ich habe sehr viel über diese Krankheit gelernt und ich weiß jetzt definitiv, was meine Triggerpunkte sind. Es ist nicht das alles, was ich vorher dachte. Ich komme mit vielen Dingen sehr viel besser zurecht, als ich das wirklich angenommen hatte. Und ja, es sind halt andere Triggerpunkte. Es ist die Dinge, die auf der Reise jetzt eigentlich nicht der Fall sind. Das ist Stress, das ist das Allerschlimmste und Schlaflosigkeit. Und wenn das mal der Fall war hier auf Reisen, dann kam das auch wieder durch. Das ist auf alle Fälle das, was ich über mich gelernt habe. Was habe ich jetzt über die Welt selbst gelernt? Ich habe mir unendlich viele Notizen gemacht. Ich habe viel über die Kulturen gelernt. Das ist ja auch eines der Ziele gewesen meiner Reise. Deswegen auch das Motto bzw. der Kanalname Culture and Adventure Travel. Und ja, ich habe sehr viel aus der japanischen Kultur gelernt. Ruhe, Disziplin und Respekt. Und das ist das, was dort in Japan herrscht. Und das ist den anderen Kulturen nicht so nahe gelegen. Vielen ist es abhanden gekommen, die es vielleicht mal hatten. Und da hat Japan einen sehr tiefen Eindruck bei mir hinterlassen. Also jetzt nicht nur vom Essen her, sondern Ausdruck, nicht nur Eindruck. Aber diese Kultur, die japanische, da werde ich definitiv versuchen, davon vieles mit rüberzunehmen. Und ich habe auf alle Fälle auch ein anderes Selbstverständnis über Europa bekommen. Also jetzt zurück in Europa zu sein. Und ich vergleiche das immer so, die Kulturen so ein bisschen, der Ausdruck der Kultur liegt so ein bisschen in der Restaurant- und in der Esskultur. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu früh für mich noch, so dieses Fazit zu machen. Ich muss das erstmal ein bisschen weiter sacken zu lassen. Aber wenn man einmal schaut, Wait to be Seated in den USA, da wird es einem abgenommen, die Qual der Wahl, was so ein bisschen sich auch im amerikanischen Rechtssystem ausdrückt. Der durchschnittlich Verständige ist nicht so durchschnittlich verständlich, also im juristischen Sprech, wie in Europa zum Beispiel. Das heißt, wir wollen ihm gar nicht die Wahl geben, weil er es nicht kann, sinngemäß. Deswegen setzen wir dich mal hier hin. Ist jetzt übertrieben, aber so ein bisschen ist das der Ausdruck. In Japan wird man auch dorthin gesetzt, einfach weil man den Menschen, dem Kunden, diese Unannehmlichkeit der Wahl abnehmen möchte. Japan, wie gesagt, sehr viel Respekt vor den Menschen, vor den Kunden und sehr viel Disziplin. Und in Europa ist es so, ich war hier ein bisschen überfordert als Europäer, komischerweise. Ich kam hier an, wollte mich in so ein Restaurant reinsetzen, sag erstmal Verein, setz dich hin. Okay, Verein, wo? Alles, was du willst, setz dich hin. Ja, so würde ich es in Deutschland ja eigentlich auch im Normalfall machen, mich da hinsetzen, wo ich gerade Bock habe. Es sei denn, ich werde wieder woanders hingescheucht, weil ich alleine komme. Aber wir leben hier in einer Freiheit, wirklich mit dieser Wahl. Wir haben ein sehr hohes Regelwerk. Wir laufen hier nicht einfach so über die Straßen. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Und ich habe auch so ein bisschen mal drauf geschaut, was zeichnet die Frauen hierbei so aus. Also natürlich, als Single-Mann gucke ich da so ein bisschen auch mit drauf, aber jetzt nicht im Sinne geiern, sondern einfach so wahrnehmen. Und die Wahrnehmung ist, dass in Europa auch sehr viel die Frauen Wert auf ihre Attitude legen, also auf ihre Haltung, also auf ihre Ausstrahlung nach außen hin. Und in anderen Kulturen, Kulturkreisen, Ländern ist das ein bisschen unterschiedlich auch. Da wird auf andere Dinge dann Wert gelegt und das ist so der Ausdruck der Kultur auch. Also wie gesagt, einerseits das und auch vor allem diese Restaurantkultur dabei. Und wie gesagt, ich werde das alles noch in so ein Fazit dabei mit reinpacken. Aber dieses ganze Selbstverständnis jetzt von Europa, was ich dabei habe, das ist definitiv ein anderes geworden. Ich muss das noch ein bisschen sacken lassen. Ich bin jetzt gerade meinen dritten Tag hier, seit 48 Stunden hier in Athen jetzt. Und ich brauche da noch ein bisschen Zeit dafür, für mich selbst, um das sortiert zu bekommen.
wo stehen wir als Europäer? Wo stehe ich als Europäer? Wie wohl fühle ich mich in Europa? Also das muss ich alles noch mal ein bisschen durchlaufen. Machen wir mal weiter. Gab es Momente, in denen ich vielleicht gar keinen Bock mehr hatte, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt alles zu viel, ist mir alles zu blöd, was mache ich jetzt hier überhaupt? Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Man hört es ja häufiger, dass manche sagen, dass die keinen Bock mehr haben, was dann so nach ungefähr einem Jahr bei vielen eintritt und ein halbes Jahr durchgetaktet, halten ja noch viele gut durch. Und ich hoffe, du gehörst auch dazu und dass das jetzt nicht bei dir durchgekommen ist, lieber Dennis. Ja, die Frage, die kann ich relativ kurz beantworten. Also nein, in dem Moment gab es nicht, dass ich mir gedacht habe, was machst du eigentlich? Also ich sitze jetzt gerade hier und denke mir, scheiße, bald ist vorbei. Ich musste jetzt mal wechseln, weil meine Kopfhörer, die Wireless, haben mir komplette Geist aufgegeben. Und ich gucke jetzt deswegen aufs Handy drauf, da ich mir jetzt YouTube hierbei aufgerufen und werde dann deswegen reinhören. Also nicht wundern, dass das Setting plötzlich ein anderes ist. Alles gleich. Dafür habe ich mir zu viel Gedanken gemacht bei der Planung. Also ich hoffe, dass es keine Momente gab, in denen du keinen Bock mehr hattest. Der ganz wesentliche Punkt, insbesondere für mich jetzt selbst auch, ist der Punkt Gesundheit. Konnte ich meine sportlichen Aktivitäten weiterverfolgen? Ich habe hier jetzt wirklich schon seit einigen Wochen mir den Allerwertesten aufgerissen, damit es dir gut geht, damit du ordentlich Kondition hast. Und ich hoffe, du hast weiterhin daran auch gearbeitet dann jetzt auf der Reise. Konntest das noch ausbauen und dich womöglich noch mehr steigern im Fitnesslevel, dass du noch fitter von der Reise zurückkommst, als du es jetzt schon bist. In dem Zusammenhang dann auch gleich, wie steht es dabei um die Ernährung? Konntest du es alles vernünftig einhalten mit einer vegetarischen oder insgesamt auch gesunden Ernährung? Ja, Fitness, also ich habe mir tatsächlich zu Hause einen richtigen Workout-Plan gemacht. Ich habe rund 10 Kilogramm nochmal abgenommen gehabt vom Sommer bis zum Start der Reise. Dann kam Covid dazwischen, wo ich echt ein bisschen komplett flach gelegen habe. Das war nach dem Video, das war dann im November, wo Covid kam bei mir, was mich komplett aus der Bahn geworfen hat mit der Energie und mit der Kondition. Und ja, ich habe mir auch sogar einen Plan gemacht, wie ich vor Ort dann auf Reisen dann Workout machen kann. Ich war einfach scheiß faul, ich habe dabei nichts gemacht. Meine Ernährung, die habe ich komplett schleifen lassen. Vegetarisch habe ich die ersten 2-3 Wochen durchgezogen. Danach bin ich dann auch auf Fleisch übergegangen und mittlerweile echt einen viel zu hohen Fleischkonsum. Und wenn ich zurück bin, ich habe schon gesagt, ich werde mich da komplett mit vegan und Wasser wieder nur ernähren. So wie ich das vorher auch gemacht habe. Also dann nicht nur pesketarisch, sondern wirklich mal komplett auf vegan übergehen. Einfach, weil ich mir selbst schuldig bin, weil ich dem Klima schuldig bin und auch, weil ich mich mal wieder ein bisschen hier reduzieren möchte, weil da ist doch ein bisschen zu viel drauf gekommen. Und ich werde auf alle Fälle auch mit Workouts dann wieder starten. Dann. Das ist wahrscheinlich, was die meisten interessieren wird, die jetzt nur zugucken oder die zu Hause sind, sind die Orte und Momente. Welche Länder oder Orte haben dir am besten gefallen und warum? Da fange ich gleich mal an. Orte und Momente. Also Orte definitiv, das kann ich mal wieder aufzählen. Das sind genau 3 Orte, die mir richtig geil gefallen haben. Also New York sowieso. Da stellen wir mal komplett außen vor. Das ist halt die Stadt. Da bin ich einfach verliebt in die Stadt. Aber von den 3 Orten jetzt mal, für alle, die Natur lieben, ist Neuseeland einfach ein Muss. Also das war eine richtig geile Zeit, die ich dort hatte. Neuseeland ist ein Traum gewesen. Also es war eine Weltreise für sich, weil das ist so divers, das Land. Ich war dort ja 30 Tage auf Roadtrip unterwegs und es hat mich einfach komplett geflasht. Das war richtig hammergeil. Dann ganz am Anfang hatte ich Laos gehabt, Luang Prabang. Ich liebte ganz einfach diesen Vibe. Das war so lässig und das war auch cool, dass es so am Anfang kam. Da war auch so ein bisschen Stress, alles zu Hause, das hat gerade angefangen. Und das hat mich trotzdem richtig gechillt und in so einen relaxten Vibe reingebracht. Es war kostenseitig auch das günstigste Land, was ich hatte. Absolut günstig, für unter 50 Cent gab es dort ein Bier. Das war auch herrlich. Und der Vibe, das war, ich bin dort angekommen und nach den ersten 8 Schritten, sage ich immer so, habe ich gemerkt, dass ich alle überhole und habe erstmal 2 Gänge zurückgeschaltet und habe gemerkt, du bist immer noch zu schnell und ich habe mich so rausgenommen, dass ich dort so langsam und relaxed dann unterwegs war. Das war richtig geil. Also Laos, als ich dann die Natur dort kennengelernt hatte, auch mit den Kuang Si Falls, Tet Se Falls, die Sonnenuntergänge. Ich bin ja am ersten Abend dort angekommen, habe mich einfach nur so hingesetzt in so ein Restaurant. Das war dann zufälligerweise direkt am Mekong und da ging die Sonne drüber unter. Und dieser Moment, ich kriege gerade Hühnerpelle davon, es war hammergeil. Also es war wirklich einer der geilsten Momente. Und das dritte Land, was ich meine, was mir richtig geil gefallen hat, das ist Japan. Ich habe ja schon was zu der Kultur gesagt. Ich glaube, im ersten Teil war das noch. Und
es hat mich total geflasht. Auch für Leute, die Essen lieben. Für Foodies ist das der Traum schlechthin. Also Japan ist, es hat mich kulturell geflasht, es hat mich vom Essen her geflasht. Auch Menschen, die ich dort getroffen habe, es ist, ich liebe dieses Land einfach. Also das ist, wie gesagt, Hammer, Hammer, Hammer. Also da kam jetzt auch kein Hawaii oder was anderes dran. Also diese drei Orte für diese Perspektiven oder diese Aspekte sind diese drei Orte definitiv das Beste. Und wenn einer von euch genau in diese Richtung was sucht, sollte er genau diesen Ort dabei für sich auswählen. Das sind meine absoluten Tops auf der Reise bisher gewesen. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt Rom und Prag da noch irgendwie jetzt noch was übertreffen werden. Alle Orte waren cool, manche waren weniger schön, aber das waren definitiv die absoluten Highlights. Hören wir weiter rein. Welche besonderen Momente oder Orte waren überraschend, die gegebenenfalls außerhalb der bisherigen Planung sind? Ich erinnere mich dabei an Südamerika, da habe ich ganz kurzfristig, insgesamt war das sehr kurzfristig geplant, innerhalb von 2 Wochen die Reise zusammengestellt und bin damals dann verreist. Und da kam dann Chile mit rein, die Atacama-Wüste, die hat mich absolut positiv überrascht damals. Was wahrscheinlich auch viele fragen werden, wo war der schönste Strand, wo war der schönste Sonnenuntergang? Genau, machen wir das erstmal. Was hat mich positiv überrascht? Es war mit positiver Überraschung, also Laos, ja, das auch. Ich habe es vorher noch gehört, das soll cool sein. Kolumbien fand ich auch cool, also bis auf das, was ich vorher mit der Unsicherheit erwähnt hatte. Medellin fand ich schön, Cartagena fand ich auch schön. Das hat mich recht positiv überrascht. Schönsten Strände, schönsten Sonnenuntergänge. Ja, Sonnenuntergänge hatte ich wunderschöne gehabt. Auf Hawaii natürlich wieder. Dann Costa Rica waren sehr schöne Sonnenuntergänge. In Laos, wie ich es ja schon erwähnt hatte, waren auch sehr schöne Sonnenuntergänge. Dann, wo war noch so ein sehr schöner Sonnenuntergang? Wo hatte ich den gehabt? Wo bin ich jetzt gerade? Genau, in Wadi Rum, das war das, wo ich, das war gerade wieder einer dieser Momente, wo ich reflektieren musste. Wo bin ich jetzt gerade? Ich bin in Athen, Europa. Und wo war ich davor? In Wadi Rum, in der Wüste. Das war auch wirklich ein hammergeiler Sonnenuntergang. Also der war auch super schön. Und die schönsten Strände, Australien hat richtig geile Strände, Neuseeland hat richtig geile Strände. Und den Waimanalo Beach habe ich mir natürlich auf Hawaii auch nochmal wieder mit angeschaut. Und der ist und bleibt einer der traumhaftesten Strände dieser Welt. Und eine Frage, die jetzt von mir selbst dann auch vor allem dann kommt, es kommen ja alle Fragen von mir selbst, aber die ganz besonders dann, könnte ich mir vielleicht vorstellen, in irgendeines dieser Länder, in denen ich war, ja, irgendwo hin auszuwandern. Ich habe natürlich hier und da mal nach Immobilien geschaut, aber das wäre jetzt in Laos, aber da ist das Gesundheitssystem, Sozialsystem ein ganz anderes, das politische System. Ist jetzt auch nicht unbedingt so, wie ich mir das vorstellen würde, was jetzt so mein Gusto trifft. Neuseeland könnte ich mir durchaus vorstellen, dahin auszuwandern. Ich habe es ja vor der Reise für mich schon gedacht, dass das wahrscheinlich eines der Länder wäre, wo ich es mir vorstellen könnte, dann einfach mal hinzugehen, perspektivisch. Aber muss man halt einen Job finden. Ist halt echt definitiv nicht das günstigste Land. Es liegt, glaube ich, ein bisschen überhalb von Deutschland, von den Lebenshaltungskosten oder knapp drunter oder wie auch immer. Aber ja, man kann es sich durchaus vorstellen. Aber was ich auch immer wieder sage, ich würde definitiv sofort in jedes Land der Welt gehen. Man kann mich dorthin relokieren, aber bitte nur mit dem deutschen Vertrag, weil das, was wir in Deutschland an Gesundheits- und Sozialsystem haben, das ist sondergleichen auf der Welt. Also mit den Arbeitsverträgen, was wir haben, das ist einfach richtig klasse. Aber wie gesagt, Neuseeland könnte ich mir durchaus vorstellen. Australien vielleicht auch noch. Sydney hat mir ganz gut gefallen. Ja, und in den USA, New York. Aber ist halt extrem teuer. Ne? Das muss man halt auch sehen. Und natürlich Japan. Klar, das da auch sofort. Aber das halt, ich denke, die Arbeitsgesellschaft ist dort noch was anderes, als wenn man dort als Tourist ist. Aber nichtsdestotrotz, vorstellen kann ich mir sowas definitiv auch. Also gerade Tokio hat mir richtig gut gefallen. Ich habe so eine Liste mit den Top-Favorite vor, wenn mich jemand fragt, wo warst du denn am schönsten? Du hast jetzt schon einige Länder gesehen. Erzähl doch mal, wie war es denn? Wo ist es für dich am allerschönsten auf dieser Welt? Da sage ich immer, das kann ich nicht so genau sagen. Meine Top 4 sind meine Favorite oder Most Amazing, whatever, sind für die Stadt. Es ist New York City, direkt vor Singapur. Ja, also Stadt New York City, das passt. Ich finde Sydney auch cool, ich finde Toronto auch cool und Tokio hat mich auch komplett geflasht. Vom Lifestyle her ist es Aloha auf Hawaii. Ja, fand ich auch cool. Dann, wie gesagt, Laos vom relaxten Vibe her fand ich auch cool.
Dann Pura Vida Costa Rica hat mich nicht ganz so geflasht. Ja, also der Aloha Lifestyle hat mich diesmal auch gar nicht so ganz so erreicht gehabt, aber trotzdem, ja, Lifestyle-mäßig, ich fand, wie gesagt, da auch Japan richtig cool, weil es von der Kultur halt richtig geil ist. Abenteuer war definitiv im Krüger Nationalpark, dort die verschiedenen Drives zu machen, Self-Drive, Guided Drive. Ja, Abenteuer, Neuseeland, also da kannst du wirklich Abenteuer haben ohne Ende, du kannst Ziplining machen, du kannst Natur was sehen, Safari geht dort nicht, was aber auch richtig geil war, das war der Uluru, das war auch ein Erlebnis sondergleichen, also nochmal so mit spiritueller, kultureller Stärke, ich bin jetzt gar nicht spirituell, esoterisch unterwegs, aber man hat dort gespürt, dieses irgendwas ist da, ey, ich mag diesen Satz eigentlich nicht, aber da ist was, also kann man einfach so sagen, ja, starke Kultur, die dort geherrscht hat und leider so ein bisschen was anderes ist jetzt mit den Aborigines, aber das werde ich alles in dem Australien-Video dann auch nochmal mit zusammenschneiden, aber das war schon auch ein geiler Moment. Die Safari dort mitzunehmen und von der Natur her, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, die Atacama-Wüste in Chile. Bestehen diese vier noch? Einige von diesen Orten nehme ich ja auch mit auf der Reise. Ja, mit Natur auch ganz klar Neuseeland. Das ist das Land überhaupt für Naturliebhaber, weil es unglaublich divers ist. Und es ist aber nicht nur, dass es andersartig immer wieder ist, es ist auch das, was dort dann ist, das ist einfach geil. Also man hat Gletscher mit Palmen, man hat wüstenartige Sanddünen mit skurrilen, bizarren Felsformationen drin. Man hat europäisch anmutende Städte. Man hat Geysire, Alpen, ey, man hat einfach alles dort und Neuseeland ist von der Natur her, also ich kann nicht sagen, dieser eine Spot dort, sondern Neuseeland als Ganzes, eine Weltreise für sich. Kommen wir zu dem wichtigen Punkt Kultur. Welche kulturellen Unterschiede haben mich am meisten beeindruckt und überrascht? Also was hat dich irgendwo mitgenommen? Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht in Asien ist. Wenn ich jetzt momentan dran denke, sind es vielleicht die Toiletten in Japan, aber erzähl doch mal, was es war. Ja, die Toiletten in Japan, welche kulturellen Eigenheiten? Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich vor der Reise gedacht habe, Toiletten in Japan, oh Gott, da gibt es ja gar kein Klopapier, sondern nur das mit dem Wasser. Dem ist es nicht so, also da gibt es alles. Und die Toiletten in Japan, die öffentlichen Toiletten, Neuseeland, Japan, also eigentlich fast überall auf der Welt, sind sauberer als in manchen Luxushotels als in Deutschland. Und das muss man auf der Zunge zergehen lassen. Die öffentlichen Toiletten in Japan sind sauberer als in vielen Luxushotels in Deutschland. Das kann doch einfach mal für sich stehen bleiben. Und die Toiletten in Japan, ich verstehe es, wenn ich jetzt irgendwo diese Memes oder Videos sehe auf Instagram, Facebook. Der härteste Abschied, wenn das letzte Mal die Toilette runtersinkt, so eine japanische Toilette. Ja, ich kann mich auch noch genau an diesen Moment erinnern, wo ich gesagt habe, Bye-bye-Toilette, das war jetzt das letzte Mal. Die sind geil. Also das ist kulturell nochmal wirklich sondergleichen was gewesen. Und ja, Kultur, was hat mich jetzt so geflasht und unheimlich mitgenommen, das ist die Kultur in Japan, keine Frage. Also die ist Hammer dort gewesen. Die hat mich komplett abgeholt. Und welche Unterschiede sind das? Ich habe es ja schon gesagt. Respekt, Disziplin, Ruhe. Und das sucht man vergeblich überall anders auf der Welt. Das, was Japan als Kultur hat, das ist boom. Das hat mich komplett umgehauen. Aber einfach richtig, richtig hammer geil. Und ich will das definitiv wieder erleben. Also es ist wirklich, es ist richtig geil. Welche Unterschiede? Ja, Europa, ich habe es vorhin ja schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Europa ist extrem selbstbestimmt, die Menschen. Wir leben hier in einer Freiheit in Europa, die es meines Erachtens nirgendwo anders auf der Welt gibt. In den USA haben die Menschen auch viel Freiheit in dem Sinne, aber kulturelle Freiheit, die haben wir hier in Europa definitiv am meisten. Und dieses Selbstverständnis, das nehme ich für mich mit. Und ich habe etliche Unterschiede, ich habe es mir notiert, um da jetzt drauf einzugehen. Da würde ich wahrscheinlich nochmal 3-4 weitere Videos machen. Mache ich auch noch, aber nicht jetzt hier an der Stelle, sondern das nur kurz so als Stichwörter. Das sollte erstmal reichen dafür, um diese Unterschiede aufzutun. Welche lokalen Speisen und Getränke haben dich am meisten beeindruckt und welche Rezepte nimmst du für dich vielleicht mit? Wo sagst du auf alle Fälle, hey, das muss ich zu Hause definitiv nachkochen und mein Kühlschrank wird demnächst anders aussehen? Ja, welche Speisen und Getränke? Also ich habe mir immer wieder Notizen auch gemacht, auch das werde ich alles noch mit aufgreifen. Am Anfang war es wirklich in Indien, wo ich mir dachte, wow, das ist Veggie Heaven. Ist es auch, das Naanbrot dort mit dem Curry, das ist super.
In Japan gab es auch vieles, in Vietnam der Egg Coffee, der kommt mir jetzt auch spontan in Erinnerung. Banh Mi ist eigentlich auch nur ein Sandwich, so ein Sub, was bei Subway auch gibt, aber extrem leckerer. Also es gibt einiges, was ich mir notiert hatte, und von dem, was mir jetzt so in Erinnerung gekommen ist, daran merkt ihr schon, was bei mir besonders hängen geblieben ist, auch so ein Pad Thai bzw. Pad Lao, diese speziellen Nudeln. Ich werde meinen Wok, den ich zu Hause habe, definitiv auch mal wieder ab und zu auf den Grill hauen und da mir auch das ein oder andere Mal dann selbst zubereiten. Ich habe mir sehr viel mitgenommen dann auch, also das definitiv. Und mein Kühlschrank, ja, der wird anders aussehen als das, was ich jetzt auf Reisen mache. Er wird auf alle Fälle wieder vegetarisch sein. Aber vielleicht hier und da, dass ich auch mal in Türkenmarkt gehe, Syrermarkt gehe oder in Asiatenladen und mir dort ein paar Zutaten kaufen werde, was ich vorher nicht gemacht habe, um einfach ein bisschen vielleicht authentischer kochen zu können, wenn ich zu Hause bin. Welche Erkenntnisse und verschiedenen Formen der Schönheit und des Glücks in den verschiedenen Kulturen hast du gewonnen? Also was erfüllt die Menschen vielleicht mit Glückseligkeit, was hier vielleicht anders ist? Puh, das ist wirklich eine schwierige Frage, die habe ich jetzt so nicht erwartet in der Tiefe. Ja, was erfüllt die Menschen mit Glückseligkeit? Also, ich sag mal so, was konnten die Menschen mir geben? Fangen wir vielleicht mal so rum an. In Afrika haben die Menschen wirklich nicht viel, aber die sind wirklich, ich war dort auch in dem Children Care Center, wozu es ja auch ein eigenes Video gibt. Die Menschen sind dort so herzerwärmend, wie die herzzerreißende Stories dabei rüberbringen können und was aber das reale Leben ist, und trotzdem können sie lächeln, sie können sich an Kleinigkeiten erfreuen, und das ist vielleicht auch sowas, was wir wieder lernen müssen in Europa. Wir leben hier in so einem Luxus, in so einem Überfluss. In dem Children Care Center, dort haben wir einen Sack Reis hingebracht, Sachen für die Schule, Klamotten, und die Kinder haben sich darüber gefreut, als wäre es Weihnachten gewesen und die hätten ein Fahrrad bekommen oder eine Playstation, wenn man es hier mit Deutschland vergleicht. Und das ist uns wirklich komplett abhanden gekommen, uns über Kleinigkeiten zu freuen. Wenn man in Deutschland einem Kind einen Sack Reis gibt, sagt, gibt es meine Mutter, die soll kochen, was soll ich denn damit anfangen? Die Kinder haben sich darüber gefreut. Vielleicht war es auch ein bisschen inszeniert, die Freude dabei, weil sie es immer wieder machen, wenn es irgendwelche Spenden gibt. Aber nichtsdestotrotz, man sieht es an den Augen der Kinder und an den Augen der Menschen. Es war trotzdem Freude da, auch wenn sie sich freuen mussten. Sie haben sich aber darüber gefreut, sie konnten sich darüber freuen. Und das ist das, was wir ganz einfach wieder lernen müssen. Mehr die Kleinigkeiten wieder in den Vordergrund zu rücken und sich darüber zu freuen. Und wenn man selbst so ein bisschen die Sprache hat, wenn man mit Offenheit und einem Lächeln auf die Menschen zukommt, gibt es genau das zurück. Das ist in allen Kulturen so. Hier in Europa, ich gehe hier mit der gleichen Offenheit und dem gleichen Lächeln auf die Menschen zu, aber ich kriege es nicht immer reflektiert. Und das ist schade, wir haben ja wirklich sehr viel verlernt in Europa. Das ist wirklich eine Sache, die ich ein bisschen vermisse, so aus Südostasien, Afrika. Je weniger die Menschen haben, umso freundlicher, offener sind die Menschen und umso mehr geben sie auch an Glückseligkeit durch ein Lächeln oder halt durch kleine Gesten dann. Und da können wir wieder viel lernen. Gab es irgendwelche kulturellen Missverständnisse oder peinlichen Situationen, die dann hoffentlich nicht langanhaltend und jetzt noch peinlich der Rückwirkung betrachtet sind, sondern die dann vielleicht im Nachhinein dann doch eher lustig sind? Und vor allem, was hast du daraus gelernt? Wie bist du damit umgegangen? Ja, kulturelle Momente, die jetzt nicht so toll waren, beziehungsweise wo ich in Fettnäpfchen getreten bin. An einem meiner ersten Tage hatte ich mir eine Wasserflasche in Tokio gekauft. Da war es dann auch schon relativ warm. Ich habe die aufgemacht und im Laufen habe ich dann getrunken. Und als ich die Flasche dann wieder eingesteckt hatte in mein Daypack, habe ich dann gemerkt, oh, du bist in Tokio gelaufen, hast was getrunken. Es war mir super peinlich, es hat mich niemand darauf angesprochen, aber ich weiß, dass das ein Tabu ist, zu essen und zu trinken, während man läuft, während man geht in Tokio. Es ist mir auch nur genau einmal passiert, weil ich mich dann auch immer wieder daran erinnert habe. Und sonst, ich habe viel die Kulturen immer wieder beobachtet. Wie gesagt, ich habe mir viele Notizen auch gemacht, weil ich versuche immer, erst einmal zu beobachten und dann selbst mit reinzugehen in so eine Kultur. Und das habe ich, denke ich, auch ganz gut gemacht dabei, sodass eigentlich richtige Fettnäpfchen ausgeblieben sind. Welche lokalen Bräuche oder Traditionen hast du in dein eigenes Leben mit integriert und wirst du vielleicht auch mit nach Deutschland bringen? Was hast du über die Geschichte der lokalen Traditionen der bereisten Länder gelernt? Was nehme ich mit nach Hause von den Kulturen? Ja, wie gesagt, Japan hat mich da ziemlich stark beeinflusst und beeindruckt auch. Ruhe, Disziplin und Respekt, und das werde ich versuchen, definitiv für mich noch viel stärker umzusetzen, weil
das ist eine Kultur, die mich total geflasht hat. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, jetzt auch. Und da werde ich versuchen, einfach ein bisschen was mit einzubauen. Und so, was war die andere Frage nochmal? Da muss ich nochmal kurz reinhauen. Okay, was habe ich über die Geschichte der lokalen, also beziehungsweise über die bereisten Länder gelernt? Ja, sehr viel. Also am Anfang, da bin ich vor allem sehr tief immer wieder mit reingegangen. Ich habe das irgendwann auch gemerkt, durch die Menge war der Kopf dann voll. Also ich wollte auch gar nicht mehr zu tief in viele Dinge dann am Ende hin mit einsteigen. Nicht, weil es mich nicht interessiert hat, sondern weil ich einen kompletten Overflow habe. Und die Aufnahmefähigkeit war dann irgendwann gesprengt, wenn man jeden Tag irgendwas macht. Aber ich habe natürlich immer wieder versucht, auch das zu lernen. Warum steht ein Gebäude hier? Warum ist das Gebäude so, wie es ist? Und was steckt dahinter? Was war die Nutzung? Welche kulturelle Bedeutung hat es gehabt und so weiter alles. Also die Geschichte der Aborigines in Australien, die hat mich auch wirklich extrem viel beeindruckt und extrem stark beeindruckt. Und wie mit denen umgegangen wird jetzt, also mit einer Minderheit, wie die in Australien dabei auch integriert wird. Aber ja, also ich habe durchaus was gelernt und am Anfang mehr als jetzt am Ende. Jetzt bin ich in Europa, ja, und hier kennt man das meiste sowieso aus dem Geschichtsunterricht von den Griechen und von den Römern vor allem auch, aber nichtsdestotrotz, ich versuche natürlich immer wieder auch das, was ich besichtige, auch zu verstehen und zu durchdringen. Kommen wir zu dem großen Punkt soziale Kontakte. Hast du irgendwelche Menschen getroffen, die einen bleibenden Eindruck bei dir hinterlassen haben? Was war das für welche Eindrücke und woran hat es vielleicht gelegen und welche Menschen waren das, wenn du das erzählen willst? Wie offen bist du auf die Menschen zugegangen? Also bist du noch offener geworden und, oder insgesamt auch sehr offen dann jetzt mal geworden? Und wie viele Kontakte hast du auch insgesamt in die Heimat gehalten, was ja durch WhatsApp und Co. einfach ist, aber durch die Zeitverschiebung auch schwierig? Ja, welche Menschen habe ich so getroffen? Also es waren wirklich extrem viele. Also ich habe in jedem Ort immer wieder Menschen getroffen und es war auch mal ganz gut, wenn ich mal ein, zwei Tagen mal vielleicht keinen getroffen hatte, keine neuen Kontakte hatte, sondern auch mal ein bisschen für mich war. Das brauche ich auch einfach mal. Ich bin nicht so, dass ich komplett jetzt immer wieder Menschen um mich herum haben muss. Ich genieße auch mal das Alleinsein oder einfach mich irgendwo mit reinzusetzen in eine Bar und einfach das Treiben zu genießen. Aber ich habe extrem viele Kontakte dabei auch geknüpft und was für mich so beeindruckend war, dass Menschen zu mir gekommen sind und dann gesagt haben, nachdem man sich unterhalten hat, hey, du bist doch jemand, der total schnell connected, also du bist ja total kontaktfreudig, kontaktoffen. Oder deine Geschichte, was du mir erzählt hast, das ist so inspirierend, du bist eine Inspiration für mich. Ich gehe nach Hause und ich habe heute was gelernt, ich danke dir dafür, wo ich mir gedacht habe, wow, ich habe doch einfach nur erzählt, was ich gerade mache. Und ja, das waren für mich so totale Wow-Erlebnisse, die mich auch dazu dann angetriggert haben, noch offener zu sein. Und ich merke jetzt, wenn ich Bock habe, mich zu connecten und ich irgendwo sitze, dann connecte ich mich und dann lerne ich die Menschen um mich drumherum kennen. Und natürlich habe ich viele Menschen kennengelernt. Einige, mit denen ich jetzt noch Kontakt habe. Bei manchen ist es ein bisschen lose, bei anderen ist es wirklich nur so bei einem einmal Kontakt geblieben. Mit anderen habe ich mich dann teilweise noch zwei, dreimal dann getroffen danach, dann auch während der Reise auch. Also ob Pärchen, Männer, Frauen, alles dabei gewesen, komplett. Jetzt nicht alles mal als große Love Story oder sowas sehen, ja, um Himmels Willen, ey. Und ja, mit manchen möchte ich mich sogar auch jetzt danach dann noch treffen. Und da bin ich einfach mal gespannt, wie das alles so weitergeht mit den Kontakten. Ja, da freue ich mich auf alle Fälle drauf und super viele Kontakte. Mein Instagram-Account, der ist dadurch dann ja auch entsprechend dann explodiert, weil man sich darüber dann ja meistens austauscht dann, WhatsApp, Instagram. Das ist halt darüber, wo man den Kontakt dann am meisten hält dann. So, weiter reinschauen. Bevor wir aber zu dem nächsten Punkt kommen, mache ich jetzt für heute auch erstmal den Cut und bringe das dann alles in dem dritten Teil, weil ich merke, dass ich jetzt zwei Drittel des Videos gerade angeschaut habe und schon wieder elendig viele Minuten hier am Quatschen bin. Ja, es gibt halt immer wieder viel zu erzählen und es gibt ja dieses schöne Zitat, Traveling leaves you speechless and then turns you into a storyteller. Und das stimmt ganz einfach. Also ihr merkt, ich kann unheimlich viel erzählen und währenddessen stand ich mal einfach nur sprachlos da und habe gedacht, wow, wo ich hier gerade bin. Ich genieße gerade den Moment und jetzt im Nachhinein, ich kann unheimlich viel darüber erzählen und ich will euch auch noch so viel darüber erzählen.
Ich finde es gerade richtig cool hier, diese Sitzung, die ich mit mir selbst mache. Aber wie gesagt, mehr darüber im nächsten Teil. Bis dahin erstmal.